Hallo ihr Lieben, ich bin der Sönke und heute zeigen wir euch in der Machbar Academy, wie man einen Kiesweg anlegt. Wie immer haben wir euch dafür eine Anleitung erstellt, die ihr hier runterladen könnt. Darin enthalten, Step by Step, was ihr so zu beachten habt, eine Material- und Werkzeugliste. Das heißt, ihr müsst euch jetzt nicht unbedingt aufschreiben und könnt euch voll und ganz auf das Video konzentrieren. Ich habe zum ersten Mal so einen Kiesweg angelegt, aber der Stefan, unser Gartenbaumeister, der hat mich so ein bisschen unter seine Fittiche genommen und mir gezeigt, wie das so richtig geht. Jetzt euch viel Spaß beim Zusehen. Das Anlegen eines Kieswegs ordnen wir in die Kategorie 4 von 5 ein. Für das Projekt solltet ihr mit Trocknungszeiten etwa 2 bis 3 Tage veranschlagen. Geht das Projekt lieber zu zweit an, das macht vieles einfacher und vor allem auch mehr Spaß. In unserem Fall habe ich den Kiesweg mit Stefan angelegt und wieder einiges lernen können. Zur Vorbereitung plant ihr Länge und Breite eures Kieswegs, dann kann schon der Boden ausgeschachtet werden. Als nächstes stellt ihr das Schnurgerüst auf, erstellt die Tragschicht für die Randeinfassung und sobald dann die Randeinfassung geschafft ist, kommt auch schon die Tragschicht für die Wegdecke an die Reihe. Im letzten Schritt werden dann die Waben sowie die Platten verlegt und das Ganze mit Kies aufgefüllt. So, und nun viel Erfolg mit dem Kiesweg. Frohes Schaffen! Um die richtige Breite für unseren Kiesweg zu bestimmen, haben wir zunächst die Tür des Geräteschuppens einmal ausgemessen und an jede Seite nochmal 20 cm hinzuaddiert. Das ergibt dann die Breite unseres Kieswegs. Aber rechnet nochmal 10 cm an jede Seite hinzu, damit ihr auch genug Platz für eure Baustelle bzw. das Bauwerk habt. Am besten markiert euch die Maße mit Kreide auf dem Boden und dann könnt ihr mit Hilfe eines Bauwinkels die Linie für den Weg optimal nachziehen. Wir ziehen hier auf beiden Seiten die Linie einfach mit der Hand in die Erde. Das reicht erstmal, um einen groben Überblick zu bekommen. Für eine optimale Sichtbarkeit könnt ihr aber auch ein Markierspray aus dem Obi-Markt nutzen. Anschließend geht es dann daran, den Boden 40 bis 50 cm tief auszuschachten. Mit vereinter Kraft ging das auch recht zügig. Achtet nur darauf, mit den Füßen nicht eure Markierung zu zerstören. Bei den 40 bis 50 cm geht es übrigens weniger um Frostschutzsicherheit, als darum, den gesamten Mutterboden auszuheben. Denn dieser ist bekanntlich sehr fruchtbar, enthält viele Nährstoffe und kann somit noch verwendet werden. Nach dem Ausschachten habe ich mich dann wieder mit dem Handstampfer angefreundet und den Boden erstmal gründlich verdichtet. Der Weg soll ja später auch gerade werden. Genau aus diesem Grund haben wir an dieser Stelle ein Schnurgerüst gesetzt, also ein Hilfsmittel, um die Außenkanten abzustecken. Dabei könnt ihr euch an dem bereits vorhandenen Bauteil und den Markierungen orientieren. Wichtig ist dabei übrigens, dass ihr dabei ein Gefälle von mindestens 2% einplant. Also 2 cm Gefälle pro laufenden Meter. In unserem Fall mussten wir da allerdings gar nicht so drauf achten, da wir bereits ein natürliches Gefälle zwischen Terrasse und Weganschluss hatten. Schlagt die Schnurnägel auf Höhe des ersten Kantensteins einfach gerade in den Boden und verbindet sie mit einer Maurerschnur. Dafür eignet sich ein Maurerknoten ganz besonders gut. Und mein Mentor und Gartenbaumeister Stefan zeigt euch hier nochmal genau, wie der geknüpft wird. Ein Knoten um den ersten Schnurnagel. Nochmal die Höhe überprüfen. Weiter geht's auf der anderen Seite. Dann noch schön festziehen. Und schon steht euer Schnurgerüst. Um der Randeinfassung eine stabile Tragschicht zu geben, kippen wir ein paar Schubkarren Mineralgemisch in die Grube und verteilen ihn mit der Schaufel auf der gesamten Fläche. So, ein Mineralgemisch klingt ziemlich speziell, ist aber nichts anderes als der altbekannte Schotter. Messt anschließend mal nach, denn die Tragschicht sollte so an die 5 bis 10 cm hoch sein. Dann kommt auch der gute alte Handstampfer wieder ins Spiel und wir verdichten das Gemisch ein wenig vor. Alternativ mit einem Kantholz. Ehrliche Arbeit mit Muskelkraft also. Das macht doch immer wieder Laune. In diesem Schritt machen wir direkt weiter mit der Randeinfassung. Dafür rührt ihr bitte eine Ladung Estrichbeton an. Das ist ein Werktrockenmörtel und der eignet sich besonders gut für unser Fundament. Kippt aber nach dem ersten Rühren noch ein wenig Wasser nach, damit der Beton erdfeuchte Konsistenz erhält. Kurze Info, unser Beton ist nach 48 Stunden ausgehärtet, aber das variiert je nach Hersteller und das schaut euch bitte auf der Verpackung an. Stefan verteilt das Betongemisch nun im Randbereich und setzt die Kantsteine mit Hilfe des Schnurgerüsts in die Waagerechte.
So, und dann könnt ihr im Anschluss noch mit dem Gummihammer noch ein bisschen nachjustieren und die Wasserwaage liefert dann endgültige Sicherheit, ob der Stein auch wirklich im Wasser steht. Für die optimale Stabilität bauen wir unseren Kantstein außerdem eine kleine Rückenstütze aus Beton. Die Kantensteine selber passen wir dann auch noch schön exakt an die Rückenstütze an. Wie echte Profis eben. Und wie kriegen wir das hin? Na klar, mit der Flex. Die kriegt ihr übrigens zum Ausleihen im Obi-Markt. Denn so ein Ding hat ja nicht jeder zu Hause. Messt dafür den überstehenden Abschnitt aus und markiert euch die Stellen mit einer Wachskreide. Ja, und dann ran an die Flex. Verwendet für die Steine unbedingt eine Motorflex und sorgt für ordentliche Bewässerung, damit nicht ganz so viel Staub entsteht. Aber auch die nötige Schutzkleidung nicht vergessen, denn die ist immer wichtig. Das Reststück könnt ihr übrigens als Schablone für die weiteren Flexarbeiten verwenden. Sobald die Kantensteine zugeschnitten sind, könnt ihr sie einsetzen und einfach mit Gummihammer und der Wasserwaage ins Lot bringen. So, und an der Außenkante der Steine, da ziehen wir die Rückenstütze etwas höher, und zwar so auf 2/3 Höhe des Steins, damit die gesamte Randeinfassung noch mehr Stabilität bekommt. Den Beton hierfür gut anfeuchten, denn so lässt er sich glatter streichen und die Oberfläche mit Druck porenfrei versiegeln. So, jeder gute Weg braucht eine ordentliche Tragschicht. Und darum kümmern wir uns jetzt. Das Schnurgerüst kann dafür erstmal weg, denn das hat jetzt erstmal ausgedehnt. Ja, und dann könnt ihr wieder eine ordentliche Schubkarre Schotter auf die Fläche kippen und mit der Schaufel ein bisschen verteilen und glatt streichen. Nochmal nachmessen und wie man hier schön sehen kann, haben wir noch 10 cm bis zur Oberkante Platz gelassen. An der Stelle könnt ihr euch wieder den Handstampfer nehmen und die Fläche vorverdichten. Macht das schön gründlich und ebnet die Fläche richtig. So, und jetzt kommt der Edelsplit an die Reihe. Als Ausgleichsschicht kippen wir eine Ladung 2-5er-Split auf den verdichteten Schotter und verteilen ihn anschließend. 2-5er heißt er übrigens, weil die Splitterkörner 2 bis 5 mm klein sind. So, und jetzt nochmal schön nachmessen. Und es sind jetzt noch ungefähr 4 bis 5 cm bis zur Oberkante. Hier legt ihr nun die sogenannten Abziehrohre einfach auf die Fläche und kippt euren restlichen Split drüber. Und achtet nur darauf, dass der Abstand von den Rohren bis zur Oberkante der Steine 5 cm beträgt. Denn den Wert wollt ihr später haben. So, ein bisschen verteilen, schön glatt machen. So, und dann könnt ihr das Kantholz nehmen und damit beginnen, die Ausgleichsschicht zu nivellieren. Das heißt, ihr zieht das Brett nach und nach über die Rohre und bringt so langsam die Ausgleichsschicht auf eine gerade Ebene. So, das hat doch eigentlich schon ganz gut geklappt. So, mit dem restlichen Split haben wir dann noch die Aussparung der Rohre aufgefüllt. So, dann wird alles glatt gestrichen und natürlich auch nochmal nachgemessen, denn es soll ja alles seine Richtigkeit haben. So, und dann auf ins letzte Gefecht, denn wir wollen jetzt noch die Kiesschicht verlegen. Nehmt euch dafür die Kieswaben und legt die erste Wabenschicht auf der Ausgleichsschicht aus. Mit dem Zollstock könnt ihr abmessen, wie viel Platz euch fehlt, um die ganze Breite des Weges auszufüllen. Stefan markiert hier die Stelle anschließend und versucht den Abschnitt mit dem Fuchsschwanz auszuschneiden. Und bei Profi Stefan sieht das auch immer ganz einfach aus, ist aber etwas knifflig. Versucht da präzise zu sein und dann könnt ihr den Abschnitt auch schon einpassen. Das Ganze wiederholt ihr mit den restlichen Kieswaben und komplettiert den Weg so Stück für Stück bis zum Ende. Und sobald der Weg voller Kieswaben ist, könnt ihr die Trittplatten schön mittig auflegen. Und denkt daran, die Platten sind 80 cm breit und somit müsst ihr zu jeder Seite 20 cm Abstand haben, um einen exakt geraden Weg zu erhalten. Wir legen die Platten hier übrigens mit einem Schrittmaß von 60 cm aus. Ein normaler Erwachsener hat im Durchschnitt eine Schrittlänge von so 63 cm. Wir haben das aber etwas verkürzt, da hier auch Kinder wohnen und die haben ja bekanntlich etwas kürzere Beine. Und sobald alles bereit liegt, dienen euch die Trittplatten übrigens als Schablone. Und da durfte ich dann auch mal wieder ran und habe mit der Handflex die Kieswaben rund um die einzelnen Platten ausgeschnitten. Stefan macht hier die Feinarbeit und entfernt letzte Fasern mit dem Cutter. So, und jetzt könnt ihr noch an den Stellen, wo es euch nötig erscheint, etwas Split nachgeben. Ja, und dann die einzelnen Trittplatten endgültig einsetzen. So, und anschließend füllen wir die Waben mit Kies auf. Ordentlich mit dem Besen verstreichen.
Ja, dann sieht doch alles schon mal vollständig aus. So, zum Schluss noch ein bisschen Ordnung schaffen. Also Erde rund um den Weg verteilen, schön zurechthaken und die Steine mit dem Schlauch sauber spritzen. Und jetzt viel Erfolg bei der Konstruktion eures eigenen Kieswegs. Der Kiesweg, der ist angelegt und jetzt heißt es flanieren. Wenn ihr weitere Projekte von uns sehen wollt, dann abonniert doch gerne unseren Kanal. Und über Fragen, Wünsche oder sonstige Anmerkungen freuen wir uns natürlich. Alles machbar mit Obi.